Was geht ab, Mano Z-Fighter? Oder du back at it again? Ich hoffe, es ist, wie man sagt, alle guten Dinge sind drei. Das dritte Video zu Ultra Goku. Hier gehen wir jetzt wirklich alles oder nichts. Vier Mutlisten hauen wir raus. Gucken wir mal, was hier abgeht. Wir haben unseren Boy immer noch nichts. Wir haben wirklich... Oh mein Gott, ich habe wirklich halt Angst, dass die Sache ist die... Okay, wir haben nichts. In den Banner sind 9 Charaktere. Davon habe ich 5 Stück auf 100%. Alleine wegen den letzten Videos sind 3 hinzugekommen. Warte mal. Sind wir Super Saiyan gegangen? Ich habe das gerade total irgendwie... Verdammt. Ich war so fokussiert darin zu reden. Ich habe gar nicht darauf geachtet, ob wir Super Saiyan gegangen sind oder nicht. Anyways, heißt Dupes, Leute. Ich habe Angst vor Dupes. Gerade sage ich es. Es geht weiter. Es geht wirklich weiter. Oh mein Gott. Ich brauche nur einmal ein Ultra Instinct Goku. Wir sind jetzt schon im dritten Sammling-Video. Er ist immer noch gekommen. Alles andere ist gekommen, außer er. Wirklich regelrecht alles andere. By the way, ja. Das war Blue Vegito. Okay, wir sind Super Saiyan gegangen. Natürlich richtig geil, Blue Vegito. Aber ich habe nicht 100%. Und das ist jetzt der dritte, der rumliegt. Ja, GG. Deswegen habe ich so Angst davor. Der Banner ist insane. Ihr könnt auf jeden Fall summonen. Aber speziell jetzt bei mir ist halt, ich habe wirklich da Angst zu summonen. Weil da nur Charaktere sind. Dupes, die ich nicht brauche. Weil sie alle schon 100% sind. Und quasi nur unseren Boy Ultra Instinct Goku brauche. Quasi nur ihn. Um ehrlich zu sein. Was wir jetzt machen werden, wir haben hier 5 nette Tickets bekommen. 5 nette Tickets. Heißt, ich werde erstmal die Tickets hier reinhauen, denn wer weiß, eventuell kommt eine Tickets, dann können wir uns den Rest sparen, denn wir wissen, Ultimate Gohan kommt. Am 28.12. Ist in den Daten, dass die Hybrid-Kategorie hinzugefügt wird, Hybrid-Saiyans und auch das Ultimate Gohan. Die Stage ist schon quasi ein Teil in den Missionen, in der Missionbeschreibung 2, 3, 4, okay, ja, das ist EGSSR, gucken wir mal. Und deswegen wäre vielleicht nice, wenn ich da was sparen könnte. Gucken wir mal, ja Leute, wir wollen jetzt mal voller Fokus auf Ultra Instinct Goku und wir sagen es auch bam, regelrecht, wir sagen es straight raus, wir wollen ihn. Er muss auftauchen in irgendeiner Art und Weise, muss irgendwie auftauchen in diesem Video, wenn nicht, oh Gott, das wäre immens ein sehr harter Rückschlag, wenn ich ehrlich bin. Okay, Bojack, aber ich glaube, das war nicht der letzte, oder? Nee, war es nicht, aber Android 18, zweimal nicht gefeatured. Und wir wissen, unser Boy Osaru ist Hashtag nicht gefeatured, regelrecht, was hier so abgeht. Okay, cool, dann wieder zu einem Multi, quasi mit den Jankstones. So wird das im Prinzip ablaufen in dem Video heute, Leute. Wir werden auf jeden Fall die Tickets benutzen immer, um einfach quasi, ja, wir müssen es versuchen. Wenn er dann in irgendeiner Art und Weise schon in den Tickets auftaucht, wie gesagt, dann können wir uns den Rest sparen. 1, 2, 3... 3 Super Saiyan, okay. Und ja, Leute, es ist komisch. Ich habe Kid Buu hier aus dem Banner dreimal gezogen. Sei es Ticket oder Dragonstone Banner. Ich hatte ihn davor gar nicht. Jetzt habe ich ihn mit 2 Dupes. Gogeta hatte ich 0, Leute. 0. Kein Dupe, gar nichts. Ich hatte ihn einmal. Jetzt habe ich ihn 100%. Ich habe den, glaube ich, 3 oder 4 Mal. Also dreimal aus Singlestam gezogen. Einmal aus Multi oder so. Das könnte halt 4-mal Ultra Instinct Goku gewesen sein und dann wäre halt Friede, Freude, Eierkuchen, ne? Dann wäre es das schon im Prinzip. Aber es ist RNG. Es ist wirklich zufällig, die Raids, wir kamen da keinen Einfluss drauf, deswegen können wir nichts machen, es aus... Ey, ein SSR! Können wir nichts machen, es zu versuchen. Nein, es geht weiter. Ich habe gerade totalen Déjà-vu an meine... Omega Shenlong Summons, weil, also als er zum ersten Mal rauskam, ich bin da echt hergegangen bei Omega Shenlong und ich habe alles gezogen außer Omega Shenlong, wirklich alles, Leute, alles außer Omega Shenlong, Dupes für jeden, ich hatte so viele Charaktere danach auf 100%, oh Gott, jetzt reden wir über Kid Buu und es ist jetzt dritter Pfad für Kid Buu, er ist quasi auch fast nur, nein, er ist auf 100%. Ich weiß. War das der letzte Kid Buu jetzt quasi? Ich weiß nicht. Guck mal ganz kurz, Leute. Entschuldigt. Nee, okay, nee. Aber ihr seht, was hier abgeht, Leute. Es sind nur noch einer.
Was? Das ist... Dudes, bitte! Ich will nur Argent Sengoku. Fertig, dann kann ich in Ruhe weiter den Tag genießen. Guck mal, was abgeht. By the way, an der Stelle, wenn ihr Lust habt, könnt ihr auf jeden Fall mitmachen. Single Summon, nicht bei dem, bei dem nächsten Group Summon. Sorry. Sorry. Dann könnt ihr mir auf jeden Fall eure Screen schicken, was ihr da gezogen habt. Ist der Ticketbanner. Wenn ihr da noch einen übrig habt, könnt ihr gerne mitmachen beim nächsten Single Summon. Das war jetzt dann der folgende hier. Also, wenn ihr Lust habt, ihr wisst, wie das Ganze läuft, denke ich. Ein Group Summon. Group Summon Time, Leute. Ich zähle gleich runter. 3, 2, 1 und dann geht's los. Back to the left. Zack. 3, 2, 1, go. Alright, wir gehen Super Saiyan. Okay, und ich muss auch mal gucken, weil der vierte ist ja garantiert auch bei den Single. Ey, es reicht. Es reicht regelrecht. Ich flehe euch an, bitte. Ich habe 3 Videos zu Orchard Sengoku gemacht. Das ist Gogeta Nummer 5. Er ist 100% gekommen wegen den Videos von Orchard Sengoku. Und der liegt jetzt einfach nur rum. Der liegt jetzt einfach nur rum. Mein Strength ist auch SC10. Ich bin gerade ein bisschen echt tilted. Ich bin gerade tilted. Viele von euch werden mich nicht verstehen. Gebe ich euch recht, klar. Kein Kompromiss. Die Sache ist die, es kann es doch nicht sein, Leute. Es kann es doch nicht sein, dass ich hier Gogeta 5-mal gezogen habe. 5-mal. Das kann es doch nicht sein. Ich wollte nur einen Archer zu Goku. Es kann nicht sein, dass er 4-mal in einem Singsam gejobbt ist. Dieser Gogeta, den ihr gesehen habt, er liegt jetzt einfach rum und verstaubt. Dabei wollen wir doch nur einen Archer zu Goku. Das ist regelrecht, das ist so ein... Ich weiß nicht, warum das so oft bei mir passiert. Dass ich wirklich... wirklich alles zieh, Dupes überall, wirklich Dupes left and right. Ja, GG, den hast du noch nicht, nehme ich an. Außer halt den, den ich will. Einfach nur ein Archon Sengoku und dann wäre auch Feierabend und dann wäre auch GG. Und dann könnten wir auch alle gemeinsam... Es wird darauf hinauslaufen, dass ich nicht ziehe. Wir machen nochmal die Tickets zusammen, denn da bekommen wir den einen dann garantiert. Und es sind wirklich nicht... Es sind nicht die Garantierten gewesen, Leute, aus denen ich Gogeta gezogen habe, aus dem Ticketbanner. Er kam 5-mal, Kid Buu kam 4-mal. Das wäre 9-mal die Chance auf Arch and Sengoku. 9 verdammte Mal. Jetzt sind wir hier. Wenn wir noch 2 machen, dann ist der letzte, also der 5. quasi garantiert. Deswegen mache ich hier weiter. 1, 2, 3, 4, 5, okay, so, waren das 5, wie viel waren das? Das waren echt viele. Okay, das waren echt viele gerade. Ja, ihr seht, was ich meine, ne? Wir ziehen wirklich alles. Alles. Alles, Leute. Alles, wirklich. Also ich will mich echt beschweren, wir ziehen SSR left and right. Herkommt to the right, okay. Dabei, ey, please, nur einer, man, komm schon. Ein Archon Sengoku, mehr wollen wir nicht. Archon Sengoku hat auch keine Stimme, er war quasi stumm, deswegen kann ich jetzt nicht nachmachen, um hier ein bisschen eventuell ihn dadurch zu ziehen. Ich weiß, wie ich mich gerade fühlen soll, Leute, es ist echt ein komisches Gefühl, es ist echt ein komisches Gefühl. Herkommt to the left, was geht mit dir ab? Letzter Multisum, danach haben wir noch ein Ticket garantiert. Bitte Split Screen. It's over Freezer, es ist wirklich vorbei. Es ist wirklich vorbei. Oder ist es hier wirklich nur ein weiterer Dupe in der langen Liste meiner Dupes, die verstauben? Ich weiß, ich raste aus. Ich weiß, ich raste verdammt nochmal aus, Leute. Aber ihr müsst mich verstehen. Diejenigen. Rein mit dir, Vegetto. Rein mit dir. Ich raste gerade komplett aus. Aber diejenigen, die können mich wahrscheinlich verstehen. Ja, Shoutout. Ja, Shoutout an unseren Boy Nexus zum Beispiel. Hat Gogeta so oft gezogen quasi. Er hat 100% und bei ihm liegen, glaube ich, 4 Stück oder so rum. Das gleiche ist hier einfach verdammt nochmal mit meinem Gogeta. Ich habe ihn 5-mal gezogen aus den 3 Videos von Archer Sengoku. Aber... Oh,
Gott sei Dank ist der Dude da. Halleluja, ohne Spaß. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wollte nur einen. Wir sind heimgegangen. Wir haben jetzt einen. Dankeschön, ciao, sage ich dazu. Noch nicht ganz. Wir haben noch den garantierten Ticket. Oh, dann nehmen wir das mit. Und dann bin ich wirklich, ich bin ehrlich, das war's für mich mit dem Banner. Ich gehe da gar nicht mehr rein. Ich wollte nur von Anfang an Ultrinsic Goku. Das Spiel hat mich gepeinigt. Beziehungsweise objektiv betrachtet. Wenn wir jetzt mal einen Gang runterschalten, ja, wenn ich jetzt mal wieder auf den Boden der Tatsachen komme. Objektiv betrachtet. Habe ich jetzt 100% Gogeta. Kid Buu fehlt ein Pfad. Ich habe Fusion Zamasu, ihn hatte ich nicht. Kaioken Blue ist 100%, Blue Vegeta ist 100%. Ich habe Ultrinsic Goku. Okay, ein oder andere. Wieder ein SSR. Krass. Was ist das für ein Video? Der ein oder andere SSR verstaubt, ganz klar. Ohne Frage. Ah, das war der garantierte, kann das sein? Ich glaube, ja, ja, ganz klar. Ja, das war der garantierte, deswegen, okay. Wir werden jetzt vier Singles machen, kommt wieder ein garantiert, okay. Der ein oder andere verstaubt zwar, aber er kann ruhig verstauben, nachdem wir Ultrinsic Goku haben, ohne Spaß. Okay, und wenn wir jetzt... Ihr seht das, Dokkan Battle. Wahrscheinlich kennen das manche, ist ein Auf- und Abfahrt der Gefühle. Auf- und Abfahrt der Gefühle. Wir haben Gott sei Dank Ultrinsic Goku. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist... Oh mein Gott, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Wir haben quasi, okay, wenn ich jetzt so zurück betrachte, oh mein Gott, was für Charaktere wir jetzt haben. Jetzt können wir darüber lachen, gerade weil wir ein bisschen sehr tiltet. Sorry dafür, Leute, war das Ganze lauter oder so. Aber ja, es ist halt, wie soll ich sagen, es ist wirklich... Schauen wir uns mal an, was wir in diesem Video speziell hier rausgeholt haben. Wir haben, glaube ich, keine Tickets mehr, gar nichts, ne? Das soll es auch gewesen sein, Gott sei Dank, wie gesagt... Wir sind hier raus, Gott sei Dank, wir sind hier raus. Ist drin! Also Leute, ich bin fertig mit den Nerven, aber wir haben es geschafft. Ich hoffe, das hat es gefallen. Wenn ja, gebt dir ganz ein Like. Und wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Haut rein, peace.